Im heutigen Video wollen wir das Meer meines Lego-Strandes gestalten. Wir werden hier mit Hilfe dieses zweischichtigen Übergangs das beste Lego-Wasser bauen. Wenn ihr das und wie ich diese coole Insel mit Schiffbrüchen gebaut habe nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Als allererstes kam eine etwas größere Bricklink-Bestellung an. Viele können es wahrscheinlich schon erkennen, wir bauen heute das Wasser. In das Wasser des Strandes wollen wir dieses kleine Lego-Set einbauen. Dieses werden wir so modifizieren, dass es auf unsere Insel am Strand passt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich mal an mit Bauen. Als allererstes habe ich um die Insel herum den nassen Sand um 1 erweitert. Dort kommen dann später die Transclear Tiles, aber auch Plates drauf. Und da rundherum soll dann natürlich so ein cooler Übergang kommen. Diesen werden wir mit grünen und blauen Plates unterhalb der Trans Blue Fliesen darstellen. Da der Übergang von hellgrün nach dunkelblau geht, habe ich hier als allererstes mal eine Reihe grüne Plates hingesetzt. Dann ging es auch zu den ersten Blautönen über. Hier habe ich die Farbe Medium Azur benutzt. Dort halt einfach wieder zwei Noppen Plates. Dann habe ich mir schon die allerersten Tiles geholt. Damit möchten wir natürlich die Noppen überdecken. Hier waren es vor allem in Translight Blue Tiles und natürlich ganz viele Teile in Transclear. Diese ging es dann einzusetzen. Als allererstes habe ich mit den Teilen in Transclear angefangen. Dort habe ich vor allem Skislopes benutzt, aber natürlich auch ganz normale Plates. Diesen einen Ring, den ich hier einmal rumgesetzt habe, soll halt einfach den Schaum des Wassers darstellen. Danach sah das Ganze so aus und ich konnte jetzt anfangen, die Tiles in Translight Blue draufzusetzen. Das Ganze hier in einer etwas schnelleren Geschwindigkeit, es hat halt einfach ewig gedauert. Gefliest sieht das Ganze natürlich schon etwas besser aus, aber jetzt fehlt natürlich noch das Set, was ich vorhin angesprochen habe. Dieses habe ich mir also rüber auf den Bautisch geholt und habe dort als allererstes mal die Unterplatte entfernt, so dass wir dann halt nur noch dieses Haus haben, welches aus Trümmerteilen besteht. Hier habe ich dann natürlich auch noch so das kleine Floß und den Mann dazu geholt. Das Ganze habe ich dann angefangen auf die Insel zu platzieren. Natürlich noch so ein paar Steine eingesetzt, damit das so ähnlich aussieht wie das Lego-Set. Selber noch ein paar dazu geholt und das Ganze so eingebaut. Bei Mocks sind natürlich Details wichtig, deswegen habe ich hier ein kleines Lagerfeuer eingebaut. Dieses war beim Set auch schon dabei, aber ich habe es hier ein bisschen umgebaut. Dann habe ich natürlich noch den Vogel wieder hingesetzt. Und hinten habe ich dann noch diese Krabbe, diese Glasflasche und diese Schatzkiste hingesetzt. Nachdem ich das hier also eingebaut habe, könnt ihr jetzt das finale Ergebnis des Schiffbrüchigen sehen. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt und du mich kostenlos unterstützen möchtest, dann like doch gerne das Video und abonniere meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Jetzt geht es weiter hier hinten mit dem Übergang. Hier habe ich angefangen mit einer grünen Schicht, welche diesmal 4 Noppen breit ist. Hier könnt ihr das Ganze auch nochmal von Namen sehen. Ich setze hier halt einfach die ganzen Plates hin. Danach ging es natürlich auch schon wieder zu den blauen Plates. Hier habe ich dann einfach auch wieder eine 4 breite Schicht gemacht mit diesen ganz normalen Medium Azur Plates. Und hier natürlich an der Seite das Ganze noch so ein bisschen ausgebessert, damit es überall gleich breit ist. Nun ging es zum tieferen Wasser, das heißt, ich habe hier einfach ganz normale blaue Plates genommen. Dort habe ich überall die ganzen Zwischenräume ausgefüllt. Einmal hier rechts, natürlich auch hier links, aber natürlich jetzt auch einmal um die gesamte Insel rum. Dort muss ich dann natürlich ein paar kleinere Plates benutzen, weil diese großen dort nicht in die Lücken reinpassen. Aber das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehr gut sehen lassen. Nun geht es auch schon mit den Fliesen weiter. Hier habe ich natürlich erstmal mit Transclear angefangen, genauso wie ich das mit der Insel da vorne gemacht habe. Hier halt wieder einfach eine Reihe der Plates und Skislopes. Danach ging es zur Fliesenarbeit an sich. Hier habe ich als allererstes mal mit Plates solche kleinen Ringe ins Wasser gebaut, um das Ganze einfach etwas aufzulockern. Hier könnt ihr das Ganze auch nochmal von Namen sehen. Dann ging es zu der ganzen etwas längeren Fliesenarbeit. Hier habe ich halt einfach die ganzen Fliesen gesetzt, zwischendurch ein paar Skislopes in Transclear eingebaut und letztendlich sah das Ganze dann so aus. Das wollen wir natürlich auch hier links einmal durchziehen, aber ich würde sagen, das erspare ich euch einmal und mache das direkt fertig. Wie ihr seht, haben wir jetzt schon 3 Abstufungen des Wassers und es fehlt natürlich noch das ganz dunkle Wasser. Bevor wir das jetzt aber einsetzen können, müssen wir natürlich noch die 3. Schicht des etwas dunkleren Wassers bei der Insel einbauen. Hier habe ich auch wieder einfach eine 2 breite Schicht gesetzt, natürlich auch vor der Insel und ich finde, das Ganze kann sich auf jeden Fall schon ziemlich gut sehen lassen. Wir haben jetzt unten drunter keine weitere Schicht mehr gebaut an dunkleren Plates. Das heißt, wir benutzen einfach dunklere Fliesen
für diesen Übergang. Hier habe ich als allererstes wieder diese Kringel eingebaut, wie ich das auch schon bei den helleren Übergängen gemacht habe. Und dann habe ich mit Hilfe von Skislopes solche kleinen Wellen angedeutet. Die Kringel und die Wellen habe ich dann mit den ganz normalen Tiles überall umschlossen, um die ganzen Lücken zu schließen. Die vierte Schicht habe ich natürlich auch vor der Insel durchgezogen und dann ging es auch schon zu der Platte, welche direkt neben der Insel liegt. Hier habe ich als allererstes wieder Wellen abgesteckt, kleinere Kringel in das Wasser gebaut und dann ging es zum Fließen über. Das ist jetzt alles wieder in einer etwas höheren Geschwindigkeit, da es halt einfach ewig dauert, diese ganzen Tiles in die Lücken zu setzen. Auch wenn es manchmal viel Aufwand sein kann und es wirklich lange dauert, finde ich aber trotzdem, dass sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen kann. Hier vorne habe ich dann natürlich noch die letzten kleinen Lücken gefüllt und dann war das Wasser hier schon komplett fertig. Als letztes war diese Platte dran, das habe ich ganz schnell beendet und das ist das fertige Ergebnis. Dir hat dieses Video gefallen und du hast Lust, mehr von diesem Leuchtturm oder von meinem Strand zu sehen, dann klick doch gerne auf eins dieser beiden Videos hier rechts. Ich denke, das könnte dir gefallen. Tschüss!